Ja, hallo, hier ist Mabel von Rabenglanz und jetzt kommen wir zu dem vorletzten, dem sechsten Kartendeck meiner Will Worthington-Sammlung. Und das ist das Camelot Oracle von John Matthews und wie gesagt illustriert von Will Worthington. Das ist das letzte Kartendeck, was ich von der Will Worthington-Reihe mir angeschafft habe und ich muss gestehen, ich habe da noch überhaupt gar nicht. Ich habe da kurz reingeschaut und gleich wieder zugemacht, weil ich habe noch nicht Zeit und Muße gefunden, damit zu arbeiten oder überhaupt mich damit zu beschäftigen. Das Ganze ist wieder in einer stabilen Box, leider kein Schuber und das geht auch ziemlich schwierig auf, deshalb muss ich das hier mal eben an mich reißen. Dann kommt wieder ein großes Anleitungsbuch heraus. Auf diese Karte habe ich irgendwo mal gelesen oder gehört, das soll die Frau, ich weiß jetzt nicht, des Künstlers oder des Autors dieses Decks sein, also nachempfunden worden. Das ist auch, glaube ich, die einzige Karte, wo man sieht, also da ist Leben drin, weil ansonsten viele Karten, das wäre jetzt das einzige Manko, wo ich sagen würde, ist nicht meins. Also die Gesichter haben viel zu große Augen, die Proportionen, finde ich, stimmen manchmal nicht. So eine Art Manga-Style ist das. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, na, das muss das älteste Kartendeck sein, was rausgekommen ist, dass also sozusagen dass die Anfänge des Künstlers Worthington sind, die Bilder. Aber das ist 2012 erst rausgekommen. Kann ich jetzt nicht sagen, wie alt die Bilder schon existierten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist ein Stilbruch, wie er Menschen darstellt, der Künstler. Ja, in dem Buch ist eine Einleitung. Das Ganze bezieht sich auf halt die König Artus-Sage und dem Ort Camelot. Und es ist ein Orakel und da sind jeweils die ganzen Figuren, die in dieser Sage, in diesem Mythos sozusagen vorkommen, aufgelistet. Die haben alle einen bestimmten Aspekt und Charaktere, verschiedene Charaktere. Und dann gibt es halt Karten, die den Weg irgendwie zeigen, aber ich habe mich halt noch nicht irgendwie da groß reingefuchst. Kann also nicht groß jetzt über die Funktion was sagen. Dann gibt es da noch einen Auslegeplan. Wieder riesig und eigentlich sehr schön im grafischen Stil. Von fast sagen, Tolkien, die Zeichnung, also mehr so um die Jahrhundertwende, letzten Jahrtausends. Und also das, um das mal ganz zu erkennen, das sieht so aus, das Sheet sah jetzt schon. Dieses Auslegemuster. So, ja, dann schauen wir mal ganz schnell uns die Karten an. Die Rückseiten sehen so aus, wieder das Copyright von Will Worthington, leider. Diesmal hier ohne Rahmen. Und ja, die Kartenstärke ist wie alle anderen auch so ungefähr. Nicht zu stark, nicht zu dünn, gut zum Durchmischen und aufzufächern. So, dann fangen wir einfach mal ganz schnell an. Das ist wie gesagt kein Review, keine Beurteilung wirklich. So, da sind halt bei den Personenkarten manche Namen bei, weiß ich jetzt gar nicht, wie man die ausspricht. Von daher ich jetzt schon mal im Voraus um Entschuldigung.
Hier haben wir den König Amangons. Dann natürlich unseren Helden Arthur oder Arthur. Balin. Bedivere. Bedivere. Wie gesagt, da kriege ich schon Schwierigkeiten. Bersilek vielleicht. Mit dem ist jedenfalls nicht zu spaßen anscheinend. Blaze oder Balise. Boss. Und hier, wie gesagt, finde ich die Proportion, die Augen scheinen mir sowas von sehr dominant und Manga-Style gezeichnet zu sein, dass ich da so manchmal ein bisschen mit hader. Kundry. Dagonet. Oder Dagoni. Dindrain. Elaine of Carbonek. Galahad. Gareth. Da kommt er schon wieder hin. Also wenn man das jetzt, sich jetzt vergleicht. Also da ist, finde ich, immer ein großer Unterschied zwischen den Darstellungen der Gesichter. Gawain. Genevieve. Igraine. Ich glaube, das ist die Frau von die Königin von Uta Pendragon. Kai. Lady of the Lake, die Herrscherin des Sees. Oder Herrin des Sees, die dann das Schwert Excalibur Arthur gibt. Dann Lancelot. Linné oder Linette. Merlin. In Action. Wie gesagt, sieht fast so ein bisschen Comic-Style-Manga-mäßig aus. Aber nun gut. Mordred. Morgana. Narsins. Narsins. Palamedes, Pelis, Pelinor, Parsival. Und da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen misslungen nach dem Motto, er wollte hier das Pferd noch malen und merkte, oh, hier ist das Format zu Ende, ich muss jetzt. Damit die Nase nicht angeschnitten wird, muss noch schnell eben die Nase zu Ende. Also da fehlt so ein Stück dem armen Pferd. Questing Beast. Ragnar. Das Bildnis des Dorian Gray. Uther Pendragon. Dann den weißen Hirsch. Und hier kommen wir zu den Wegekarten, die einen dann sozusagen, wie gesagt, ich habe mich da noch nicht mit befasst, die sozusagen dann zu dem Schloss des Heiligen Grals führen, zum Beispiel, also an Orte. Und da kann ich jetzt leider nicht viel sagen, einfach nur zeigen, dass man so einen Eindruck hat, was sich hinter diesem Kartendeck so verbirgt. Das hat schon ein bisschen was wie Disney,
was zu tun. Ja, das dazu. Vielleicht, wenn ich mich mal damit befasst habe und mich damit auseinandergesetzt habe, mache ich ein etwas ausführlicheres Video zu diesem Kartendeck.